Jeder Mensch hat eine Persönlichkeit, doch der wahre Charakter eines Menschen kommt nur selten zutage. Denn Menschen benehmen sich abhängig davon, in welcher Gesellschaft sie gerade sind. Man hat oft mehrere Ichs. Das eine Ich, wenn man in der Familie ist, das andere, wenn man unter Freunden ist. Gegenüber seinem Chef ist man die eine Person, gegenüber seinen Untergebenen eine andere. Diese Ichs können sehr schnell wechseln. Gerade war man im Büro des Chefs freundlich und schüchtern und jetzt lästert man unter Kollegen aufbrausend und überheblich. Meistens ist es sogar so, dass der Mensch sein wahres Ich nicht einmal selbst kennt, weil es sich hinter den verschiedenen Persönlichkeiten versteckt. Man könnte hinter diesem Benehmen eine Art Schizophrenie vermuten. Doch der wahre Grund für diese Aufspaltung ist keine Krankheit, sondern eine Leidenschaft, die Eitelkeit. Ein eitler Mensch ist abhängig von anderen Menschen. Genauer gesagt, von der Reaktion anderer Menschen auf ihn. Ein gutes Beispiel für einen Menschen, der die Eitelkeit überwinden konnte, ist der Zöllner Zachäus. Er war ein angesehener Bürger. Wir können ihn heute mit dem Leiter eines Finanzamtes vergleichen. Immer gut gekleidet, vornehmen Benehmens, verkehrte er in den höheren sozialen Kreisen der Stadt. Der Gedanke daran, was andere über ihn denken würden, hätte ihn von einem Treffen mit Christus abbringen können. Doch die Begegnung mit Christus ist ihm so wichtig, dass er seine Eitelkeit überwindet. Er lässt außer Acht, dass die Menschen um ihn herum lachen, als er auf einen Baum klettert, um Christus zu sehen. Stellt euch das vor, der Leiter des Finanzamts im Anzug und lackierten Schuhen klettert mitten in der Stadt auf einen Baum, um einen religiösen Führer zu sehen. Doch Zachäus lässt alle außer Acht. Für diesen Moment ist er nicht Zachäus Zöllner, Zachäus Bürger oder Zachäus reicher Mann. Er ist Zachäus Mensch. Wenn wir Gott treffen wollen, müssen wir dasselbe erreichen. Wir müssen die verschiedenen Gesichter, Avatare ablegen und Gott als das begegnen, was wir sind. Man kann nicht gleichzeitig zwei Herren dienen, Gott und anderen Menschen. Entweder sorgen wir uns darüber, was Gott über uns denkt, oder darüber, was andere Menschen über uns denken. Die Erniedrigung ist eines der Mittel, das uns helfen kann, die Eitelkeit zu überwinden. Allerdings muss diese freiwillig angenommen werden. Denn im Gegenfall kann sie das Gefühl der Kränkung nur stärken und uns noch mehr von der Meinung anderer abhängig machen. Die heiligen Johannes Klimakos und Isaak der Syrer sagen zwei scheinbar gegensätzliche Dinge. Der eine sagt, dass die Eitelkeit durch den Stolz überwunden werden kann. Der andere, dass es mit Demut möglich ist. Doch beide haben recht, denn sowohl derjenige, der stolz ist, wie auch derjenige, der demütig ist, schaut nicht mehr auf die Meinung anderer Menschen. Er ist nicht mehr abhängig von dieser. Im Leben des Abbas Dorotheus treffen wir eine Erzählung, die den Stolz illustriert. Als er sich einem Kloster näherte, sah er dort einen jungen Mönch, der von den anderen ausgelacht wurde. Doch der Mönch zeigte eine unerwartete Ruhe und erwiderte niemandem etwas. Aber Dorotheus fragte den Mönch, wie er eine solche Geduld aufbringen konnte. Seine Antwort war, wozu sollte ich bellende Hunde beachten? Ich achte nicht auf diese Leute, nur Gott ist mein Richter. Das ist ein Beispiel dafür, wie der Stolz uns unabhängig von der Meinung anderer machen kann. Ein stolzer Mensch stellt sich selbst ins Zentrum von allem, urteilt nur anhand der eigenen Meinung und entscheidet selbst, was gut und was schlecht ist. Der andere Weg, um die Eitelkeit zu überwinden, ist die Demut. Der Sieg über die Eitelkeit ist jedoch nicht nur wichtig, um eine abstrakte Sünde zu besiegen, sondern ebenso, um Gott zu treffen. Die Bibel sagt, das Königtum Gottes ist inwendig in euch. Das bedeutet auch, dass wir Christus in unserem Inneren begegnen können. Doch damit diese Begegnung zustande kommt, müssen wir in unserem Inneren wir selbst sein. Ich muss eine echte, authentische Person sein, um dem immer echten, authentischen Christus zu begegnen.